Punkt Nummer uno. Eins, gib dein Unternehmen ein Gesicht. Zeige dich, zeige deine Mitarbeiter auf den sozialen Kanälen und mache dich als Person bekannt. Du musst dich vermarkten. Und liebe Leute, wenn es dir wichtig ist, was andere Menschen über dich denken, dann wirst du dich immer verstecken. Du wirst nie dein, ich sag mal, dein Licht unter dem Scheffel wegbekommen. Es ist entscheidend, dass du dich vermarktest und dass du dein Licht nicht unter den Scheffel stellst, denn in diesem Moment, wo dir die Meinung anderer wichtig ist, wirst du immer Hemmungen haben. Aber Menschen arbeiten doch für andere Menschen, oder? Wir alle sind hier in einer Größe, wo wir uns gezielt auch für den Chef entscheiden und nicht nur für das Unternehmen, nicht wahr? Menschen arbeiten ja für den Chef, nicht jetzt für das Logo. Und wir vermarkten aber oft immer unser Logo. Meine erste Frage jetzt an dich, wir wollen ja hier gleich Social Media auch machen. Hast du in dein Social Media Firmenporträt, in deiner Firmenseite, auf Instagram, auf Facebook, hast du da ein Logo oder vermarktest du dich dort? Menschen kommunizieren doch nicht gerne mit Logos, oder? Menschen wollen immer einen Stallgeruch haben. Gerade dann, wenn sie so eine kleine Projektionsfläche brauchen, wo sie sich entscheiden wollen, will ich da arbeiten oder nicht? Für wen arbeite ich denn da? Der große Wert und das wahre Ergebnis, wenn wir rekruten über Social Media, ist es ja, dass wir Menschen wollen, die Lust auf Leistung haben, Menschen, die Lust auf die Firma haben, Menschen, die sich entscheiden und auch eine Identifikation haben und ganz genau wissen, nein, ich will da arbeiten. Warum? Ja, weil, und jetzt fangen sie an zu reden. Und jetzt haben wir das Herz und darum soll es gehen. Schaut, wenn wir uns selber hier vermarkten, dann spalten wir natürlich, ja? Also wenn wir uns hier auf diesen Berg stellen und uns vermarkten, was machen wir dann? Wir spalten. Wir ziehen Leute an, die uns absolut gut finden. Die sagen, Mensch, Top-Typ, Mensch, der ist authentisch. Und wisst ihr was? Wir finden auch Leute, die sagen, was für ein Schaumschläger, was für ein Selbstdarsteller, was für ein Spinner. Ja? Bei mir hat schon mal einer drunter geschrieben, Fresse halten, du scheiß Lispelfresse. Okay, danke. Der wird sie wahrscheinlich nicht bewerben, oder? Ich möchte doch mit den Menschen wachsen, die mich gut finden, die ja sagen, okay, der Typ, der ist echt, der Typ, der ist authentisch. Da weiß ich, was ich bekomme, wenn ich mich bewerbe. Das große Drama beginnt ja immer erst später. Man bewirbt sich auf irgendeine Stellenanzeige mit Logo, man nimmt irgendwelche Floskeln wie tarifliche Bezahlung, innovativ, familiengeführtes. Leute kotzen sich da gerade die Unterlippe voll. Sorry für das vulgäre Wort, aber hey, das ist sowas von Oldschool und dann kriegst du auf einmal Bewerbungen, die dann dich sehen als Chef und ich sag mal, ein alter Spruch heißt ja, ein neuer Besen, der fängt immer gut und damit meine ich jetzt, ein neuer Mitarbeiter, der funktioniert erstmal, aber irgendwann fällt die Maske und dann sagt er, den Chef, den mag ich gar nicht. So, bapp. Und jetzt haben wir wieder ein großes Problem. Du hast ihn eingearbeitet, du kommst mit ihm nicht klar, er nimmt dich nicht ernst, er fügt sich nicht deinen Anweisungen. Und was haben wir jetzt? Du musst ihn kündigen. Du hast wieder Geld verloren, weil du hast erstmal Geld ins Recruiting investiert. Du hast ihn eingearbeitet, ein Braindust, also die Talentabwanderung, der nimmt dein Wissen aus deiner Firma mit. Und das Dritte, der immaterielle Schaden, dieses Wir-Gefühl leidet. Denn der Zusammenhalt in der Firma ist ja auch immer ein bisschen beschädigt, wenn einer kommt und geht, nicht wahr? Also wir müssen darauf achten, dass wir direkt Menschen haben, die uns gut finden, die nach unseren Werten auch arbeiten, die unsere Werte, unsere Firma, dich als Geschäftsführer, dich als Geschäftsführerin wahrnehmen und genau dafür arbeiten wollen. Und wir konzentrieren uns darauf, zu wachsen mit den Menschen, die uns gut finden. Das bedeutet, in dem Moment, wo wir uns selber vermarkten, spalten wir. Und ich will spalten, ja. Ich möchte Menschen haben, die mich gut finden. Und ich finde es auch in Ordnung, wenn es Menschen da gibt, die sagen, was für ein Spinner. Okay, no fishing for compliments. Euch brauche ich doch eh nicht. Ich konzentriere mich hier auf diese eine Sorte und mit denen wachse ich ganz genau. Und das klappt natürlich ja nur, wenn wir sofort eine Identifikation haben. Das klappt natürlich nur, wenn einer sich sofort mit dir identifizieren kann und wir haben dadurch diesen Idiotenfilter, wo die Idioten von wegbleiben. Ich weiß, das ist hart, aber das ist ja nun mal die Wahrheit. Ich habe mal eine Frage für dich. Wer kann mir denn den Chef von Samsung nennen? Keine Sau, sorry.
Niemand. Aber wer kann man denn den Chef, den Gründer damals von Apple nennen? Das war Steve Jobs. Ich bin ja gerade Papa geworden, vor 8 Monate. Ja, meine Isabel, die fängt jetzt gerade an, Brei zu essen mit 8 Monate. Brei und dann hier Reis und Pute und ihr wisst alle, was da drin ist, ja? Von wem bekommt sie das? Von dem Herrn Hip. Den kennt jeder. Milupa Babynahrung, wer ist da denn der Chef? I don't know. Keine Ahnung, oder? Was will ich damit sagen? Natürlich sind Samsung und Milupa absolut wertvolle, gigantische, großartige Unternehmen, aber bei den anderen gibt es richtige Fans, die dafür gerne alles geben würden, um genau da zu arbeiten. Warum? Weil sie sich bewusst auch für den Gründer, für den Chef mit entschieden haben. Es ist eine andere Identifikation zu der Firma, wenn ich den Chef gut finde. Jeder kennt Professor Dr. Klaus Hipp. Der steht da auf seinem Acker. Was macht er? Dafür stehe ich mit meinem Namen.